Inwiefern bist du eigentlich nicht voller Hoffnung, sondern positiv eingestellt, dass sich die Dinge zum Guten wenden? Das ist sicher meine Grundhaltung, dass wir einfach als Menschheitsfamilie sehr viel Potenzial haben. Und ich glaube eigentlich, dieses Potenzial entfalten wir vor allem unter Druck. Und jetzt ist sehr viel Druck. Und da denke ich, sind sehr viele Menschen, die vielleicht zuvor sehr unbewusst in einem unbewussten Medienkonsum waren, oder ich würde mal sagen, in einer unbewussten Autoritätsgläubigkeit. Der Bundesrat hat es gesagt, der Papst hat es gesagt, der Bundeskanzler hat es gesagt, die NZZ hat es gesagt, diese oder jene Partei hat es gesagt, dass die wie aufwachen und merken, ich brauche diese Autoritäten außerhalb von mir gar nicht. Und das stimmt mich zuversichtlich, weil solange wir eigentlich den Autoritäten, was auch immer die gewählten Autoritäten sind, solange wir denen blind folgen, unterliegen wir eigentlich immer partikulären Interessen. Also für Pfizer hat die ganze Corona-Sache natürlich Sinn gemacht. Sie haften nicht für die Schäden, sie haben mehrere Milliarden verdient. Also ich verstehe das, rein kapitalistisch macht das Sinn. Oder Lockheed Martin, für die macht der Ukraine-Krieg auch Sinn. Aber wir sollten nicht uns diesen partikulären Interessen unterwerfen. Und ich glaube, immer mehr Menschen verstehen das. Das ist, also ob es wahr ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht verstehen es auch viele nicht und wir zerstören uns in den nächsten 50 Jahren. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe eher das Gefühl, viele Menschen wollen, weil sie Kinder oder Enkel haben oder auch diejenigen, die keine Kinder haben, die wollen, dass wir das 21. Jahrhundert gut durchkommen und uns gut entwickeln. Und da wird es immer klarer, mit Gewalt können wir die großen Probleme überhaupt nicht lösen. Wie schätzt du die Situation ein, dass wir die Historie, die eigentlich jeden Tag neu geschrieben wird, aufgrund der Aufklärung, aufgrund der Recherchen, dass die vielleicht einmal den Weg in die Schule findet, weil das ist die große Sorge, die habe ich hier auch als Frage bekommen. Wie können wir die Lehrer auf den Weg bringen, dass Geschichte eben noch einmal neu erzählt wird oder vielleicht mal so erzählt, wie sie war? Ich habe ja dieses eine Beispiel gebracht von Henri Delacroix und Zar Alexander I. Da war ja die Helvetik überhaupt nicht interessiert, weil wir Leute hatten, wie zum Beispiel im Kanton Zug, den Zurlauben. Das war ein Volksmann des französischen Königs. Und der hatte ähnlich Prigozhin auch eine kleine Armee. Und damit haben sie Geld verdient. Das war überhaupt ja grundsätzlich so eine Geldmaschine, die ganzen jungen Leute zu verdingen. Aber das geht irgendwie wenig in die Schule hinein. Hast du da vielleicht eine Idee, wie man diese Erziehungsdirektoren endlich mal darauf aufmerksam machen könnte, dass wir mal die Geschichte so erzählen, wie sie wirklich geschehen ist? Also ich habe leider keine Hoffnung in die Erziehungsdirektoren. Ich glaube eigentlich an die einzelnen Menschen an der Basis, weil das ist, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin entscheidet, ich möchte ein Thema aufgreifen, das sensibel ist, zum Beispiel 11. September, Irakkrieg oder auch Corona, was da auch immer ist, oder jetzt Gaza-Krieg, dann spürt ja der Lehrer, dass das sensibel ist. Das ist so. Aber da würde ich einfach vielen Mut machen und sagen, wenn ihr so aufgreift, dass ihr eine Auswahl an Geschichten anbietet, dann könnt ihr durch den Sturm durchkommen. Man muss einfach eine Auswahl anbieten, muss sagen, muss ich das Phänomen anschauen und zum Beispiel Nord Stream ist ein einfaches Phänomen, wo man ein Datum und ein Ort hat. Und dann kann man sagen, ja, ich habe hier einen Ausschnitt aus der Tagesschau, wie ist das? Und hier habe ich einen Ausschnitt aus Nachdenkseiten, wie ist das? Und dann noch arbeiten. Und wenn wir uns als Dozenten, ich war im historischen Seminar, war ich auch Dozent. Ich habe den Studenten nicht gesagt, WTC 7 ist gesprengt, wo es meine Überzeugung war, sondern ich habe gesagt, WTC 7 ist eingestürzt. Und dann, was ist denn die Ursache bei WTC 7 und was denkst du und was hast du gelesen? Und dann können eigentlich die Schülerinnen und Schüler können selber zu einem Resultat kommen. Das ist das Entscheidende. Und wenn man eine Klasse hat mit 20 oder 40 oder 10 Schülern, dann werden die zu unterschiedlichen Resultaten kommen. Also so war es im historischen Seminar. Die einen haben dann gesagt, das ist klar gesprengt. Und die anderen haben gesagt, nein, das ist klar wegen Feuer eingestürzt. Und das kann man als Lehrperson aushalten. Kann man versagen, wir haben eine Pluralität von Perspektiven, jetzt üben wir uns in achtsamer Kommunikation. Weil das ist gerade das Nächste, was man lernen muss.
dass nicht am Schluss alle die gleiche Meinung haben müssen. Das ist nicht mehr klar. Inwieweit war dein Elternhaus entscheidend für deinen Weg? Das würde mich mal interessieren. Also ich bin 72 geboren in Lugano. Mein Vater war reformierter Pfarrer und meine Mutter war Anthroposophin. Und weil meine Mutter Anthroposophin war, hat sie mich in die Rudolf-Steiner-Schule geschickt. Von 79 bis 91 war ich in der Rudolf-Steiner-Schule in Basel, in Jakobsberg. Und dann habe ich Gymnasium Holbein gemacht in Basel und danach habe ich Geschichte, Philosophie und Englisch studiert und in Geschichte doktoriert. Und ich sage, die Eltern haben schon einen Einfluss. Also die Eltern haben schon, sicher von 0 bis 10 haben sie einen großen Einfluss. Von 10 bis 20, wenn ich jetzt schaue, bei meinen Kindern nimmt der Einfluss schon ab, dann hat eigentlich die Peer Group einen größeren Einfluss. Aber ja, meine Eltern haben sicher, meine Mutter war Krankenschwester. Sie hat immer gesagt, man muss den Menschen helfen. Also es geht nicht darum, dass du möglichst erfolgreich bist, sondern es geht darum, dass du etwas tust, was den Menschen hilft. Und wenn ich darüber nachdenke, was meine Mutter noch hat einen großen Einfluss gehabt, als ich meine ersten Arbeiten geschrieben habe, habe ich an der Universität, eben als Student dann angefangen, habe ich Philosophie zuerst belegt. Da habe ich über Immanuel Kant Vorlesungen besucht. Und Immanuel Kant hat im Bereich Erkenntnistheorie eine wichtige Analyse gemacht, wo er sagt, das menschliche Erkennen passiert immer in Raum und Zeit. Man nennt es über A Priorität des Raumes. Das war meine erste Seminararbeit. Ich habe gesagt, das ist ein super spannendes Thema. Ich kann mich für sehr vieles begeistern. Und dann habe ich also eine Arbeit geschrieben über die A Priorität des Raumes. Habe ich die meiner Mutter gegeben, weil niemand hat sonst meine Texte gelesen damals. Und dann hat sie das gelesen und hat sie gesagt, Daniele, also ich freue mich, dass du hier eine Arbeit geschrieben hast, aber weißt du was? Man versteht es nicht. Ja? Und dann war ich ein bisschen traurig, aber sie hat wenigstens die Wahrheit gesagt, weil sie hat gesagt, schreib bitte so, dass man es versteht. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich auch Geschichte bewegt. Und dann, Geschichte gibt es Antike, das ist 500 vor bis 500 nach, Mittelalter, 500 bis 1500 und dann Neuzeit. Und dann musste ich in Antike Geschichte eine Arbeit schreiben. Und dann habe ich, weil ich mich wirklich für sehr viele Dinge begeistern kann, habe ich über athenische Demokratie geforscht und dort über den Bau der athenischen Flotte. Und die Athener haben einfach ihre Hügel abgeholzt. Da gibt es ja nicht mehr viel Wald in Griechenland. Und dann gibt es Bodenerosion. Und mit dem Holz haben sie die Kriegsschiffe gebaut. Also Holzbau in Attika war meine nächste Arbeit. Und die habe ich dann meiner Mutter gegeben und habe gesagt, weißt du, man versteht es gut, aber es ist sehr langweilig. Ich hätte gesagt, wer interessiert sich für Holzbau in Attika im 3. Jahrhundert? Und ja, so habe ich mir dann gesagt, und das habe ich mir wirklich gemerkt, schreib so, schreib über Themen, welche viele Menschen interessieren, und schreib so, dass man es versteht. Es geht nicht darum, etwas Komplexes noch komplexer zu machen. Die Leute haben genügend Arbeit in ihrem Leben. Bring deine Forschungsresultate, klar strukturiert, und da hat sicher das Elternhaus Einfluss gehabt. Und dein Vater? Mein Vater war eben sehr christlich, als Pfarrer. Und er hat sich dann ein bisschen gestört, als ich Philosophie studiert habe. Ich habe natürlich auch viele Philosophen wie Schopenhauer gelesen, die jetzt auch das Christentum kritisiert haben. Und dann habe ich ihm gesagt, schau her, Papa, ich finde das schon gut. Dein Christentum heißt es, du sollst nicht töten, aber irgendwie hat es niemand mitbekommen. Ich habe hier und habe ich ihm wirklich Beispiele gebracht, die amerikanische, das sind ja Protestanten in erster Linie in den USA, es gibt ein paar Katholiken, Kennedy war Katholik, aber die meisten eigentlich Amerikaner sind Protestanten, mehrheitlich. Und da habe ich gesagt, schau hier, ein protestantischer Pfarrer hat ein Flugzeug gesegnet, das danach Vietnam unterdrückt hat. Ich meine, wie verteilt sind die Kollegen? Und dann hat er gesagt, ja, das ist aber auch nicht der Kern des Christentums. Dann habe ich gesagt, ja, aber schau her, hier gibt es Muslime, die haben andere enthauptet, warum tun sie das? Warum hat das Mohammed so gewollt? Und hier gibt es Juden, die sagen alle, die nicht sozusagen unserem Club angehören, müssen wir umbringen und so weiter. Ich war ein großer Kritiker der organisierten Religion. Und da hatten wir sicher eine sehr intensive Diskussion, mein Vater und ich. Weil er hat eigentlich immer sehr freundlich mit mir kommuniziert. Nicht gesagt, ja, so, halt die Klappe. Sondern gesagt, nein, das sind wichtige Punkte. Und hat dann immer gesagt, ja, die Lehre und wie sie gelebt wird, das ist nicht das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, ja, was hat denn die Kirche im Dritten Reich gemacht? Der voll versagt. Also ich war schon ein bisschen wütend.
Und aber es ist so, die Kirche hat auch während Corona versagt. Muss es so sagen. Also, und damit meine ich nur. Also, wenn ich das nachreichen darf, ich bin ein Kritiker der organisierten Religion. Ich glaube, dass wenn der Körper sich auflöst, lebt das Bewusstsein weiter, lebt die Seele weiter. Also ich habe viel Kontakt in die spirituelle Szene sozusagen. Aber ich bin nicht ein Freund der organisierten Religion, weil hier oft blinder Glaube folgt, dass die Leute in einen Religionskrieg ziehen, wie im Nationalismus die Leute einer Flagge folgen. Und das habe ich zu oft gesehen. Ja. Und mein Vater ist seit 10 Jahren verstorben, aber hat immer sehr gesagt, Dinge, die du untersuchst, sind wichtig, die sind gut, aber er hat immer gesagt, man sollte es nicht so laut sagen, du wirst Probleme bekommen. Ja, das hat mein Vater zu mir auch gesagt. Hast du auch nicht gehört, oder? Nein, nicht entfernt. Nein, ich habe es besser gewusst. Und im Nachhinein hatte er ja recht. Also es ist auch sehr erstaunlich, wenn man die Familien etwas studiert, die Geschichte der eigenen Familie. Es kommen ja Familien zusammen. Also früher wurde ja nachgefragt, Entschuldigung, bevor ihr euch vereinigt, gibt es in eurer Familie Irrsinn, Krankheiten, sollen die auch wirklich zusammenkommen oder nicht? Und ich sehe das teilweise jetzt auch an der Familie meiner Frau. Das ist hochspannend. Das waren Unternehmer, damals noch im großen Deutschen Reich, in Reichenbach, hatten sie Spinnereien. Und ein Teil war jüdisch. Und die wurden dann unter den Nazis natürlich auch in keine guten Zeiten. Und dann, als die Russen kamen, wurden die Unternehmer erschossen. Und dann ist meine Schwiegermutter dann geflüchtet mit dem Opa meiner Frau, der sich in der Wehrmacht versteckt hat. Und diese Gene, die sind, also diese Erlebnisse sind nach wie vor da. Also meine Oma, meine Schwiegermutter, die kommt, die sagt, hallo, und geht dann aber auch sogleich wieder. Wo ich immer dachte, du bist ja noch nicht mal angekommen. Und ich glaube, das ist einfach diese, aus ihrer Geschichte, diese Sorge, wenn ich länger wo bleibe, dann werde ich entdeckt, also muss ich in Bewegung bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns vielleicht viel mehr auch damit auseinandersetzen müssten, wir als Eltern, was bringen die eigentlich für eine Geschichte mit? Und ich habe leider meine Kinder jetzt auch so auf den Weg gebracht, dass die auch Revoluzer sein werden. Bei einer Pubertierin ist das nicht immer lustig, mir ständig. Aber ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern, haben die auch so eine gewisse Prägung oder sind sie dann auch? Ja, das ist doch immer so. Also ich glaube, alle Eltern prägen ihre Kinder. Der Remo Lago ist ein Kinderarzt, hat mal gesagt, man kann die Kinder nicht erziehen, sie machen einem alles nach. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Also ein negatives Beispiel, ich nehme zum Beispiel gern Butter und dann gehe ich in die Nutella rein und schlägt das ab vom Messer, aber gleichzeitig sage ich den Kindern, man darf das Messer nicht abschlecken. Also dann ist eine verbale Ebene, ja, und eine Handlungsebene. Ja, aber die Handlungsebene, die machen das natürlich. Ich sage meine Frau, ja, du bist ein schlechtes Vorbild und es stimmt so lang. Also es ist, ich habe auch meiner Tochter und auch meinem Sohn, ich habe 2 Kinder, und ich habe meiner Tochter immer gesagt, immer selber nachdenken, du kannst mir auch widersprechen und ich finde es auch wichtig, wenn du eigene Positionen hast. Und dann war das aber während Corona anstrengend, weil sie war in einer Zirkusschule, wo man jongliert und auf dem Seil geht, und da hat die Schweizer Regierung gesagt, jetzt müssen alle geimpft sein, wenn die zum Training gehen, ab 16 war es, glaube ich, so ab 16. Und dann hat meine Tochter mir gesagt, du Papa, da meine Freundin haben da alle geimpft, ich impfe dann auch, ich will zum Training. Ich sage, nein, impf nicht. Ich habe wirklich so Charité-Bakti natürlich gelesen, Wodak gelesen und so weiter. Und dann hat sie mir gesagt, ja, aber du hast mir immer gesagt, ich kann dir widersprechen und wir sind hier nicht in einer Diktatur. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind schon nicht in einer Diktatur, aber in diesem Punkt. In diesem Punkt entscheide ich. Und dann
hat sie gesagt, ja, warum machst du dir denn so Sorgen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einfach Videos gesehen mit Menschen mit Impfschäden. Und dann hat sie gesagt, ja, aber meine Freundinnen haben alle geimpft, die haben auch keinen Schaden, also deine Videos sind auch ein bisschen einseitig. Sie hat immer gegen argumentiert. Dann hat sie gesagt, ja, es kommt halt auch davon, was für Videos du schaust, welche andere Videos, es ist halt alles abhängig von der Quelle. Aber ich gesagt, ja, ja, es ist schon abhängig von der Quelle, aber meine Quellen sind gut. Aber es war wirklich, im Rückblick ist es lustig, weil sie hat am Schluss nicht geimpft, oder? Aber es war halt ein Stress. Es war wirklich ein Stress, weil ich auf dem Platz kann ja nicht sein. Forschen sind lässig und machen und tun und meine Tochter sieht es anders. Und da kann man, ich glaube, ich habe mit anderen auch gesprochen, man hat irgendwann immer weniger Einfluss, glaube ich. Gerade noch gereicht. Inwieweit sorgst du dich oder inwieweit trifft das dich? Ich meine, du gehst ja auch mit einem guten Vorsatz raus und versuchst die Menschen aufzuklären. Mit ihm, das gefällt mir auch an dir, dass du immer wieder sagst, ihr müsst auch selber recherchieren. Aber wenn wir jetzt die neue Stopp-Impfpflicht-Kampagne anschauen, wo ich auch das Gefühl habe, viele Leute werden dagegen stimmen, nur einfach, weil Idioten wie ich in diesem Komitee sitzen oder weil sich Menschen einsetzen, die in der Corona-Zeit eben Schlagzeilen geächtet wurden. Da stimme ich jetzt mal einfach dagegen und gar nicht wissen, so von wegen, was sie aufgeben. Weil das große Problem ist ja heutzutage, dass jetzt von der Regierung aus behauptet wird, nein, körperliche Unversehrtheit, die gilt, die haben wir ja in der Bundesverfassung und wir zwingen niemanden zu, außer natürlich, gut, im Arbeitsrecht kann die Swiss natürlich schon, die Piloten und die Dings können sie zwingen, aber wird so nicht stattfinden. Und dann hast du so das Gefühl, eigentlich laufe ich immer wie Don Quixote gegen Windmühlen und da gibt es bei mir schon hin und wieder auch den Punkt, ich sage das jetzt mal ganz unanständig, ich will mich nicht immer für Idioten einsetzen, wenn sie es nicht kapieren. Also warum soll ich immer meinen Kopf raushalten und dann werde ich eh von der Presse zur Sau gemacht. Übrigens hochinteressant, Cäsar Kreis hat 1964 ein wunderbares Moritat geschrieben, das Geschäft mit dem Tod. Das Geschäft mit dem Tod ist ein sicheres Geschäft. Das Geschäft mit der Angst ist ein Bombengeschäft. Der heutige Götze auf goldenen Thron heißt Sensazi, Sensazi, Sensation. Ja. Und das war so ist es aber. Denkst du manchmal auch, nicht ans Aufhören, aber macht das nicht, dich nicht auch hin und wieder traurig? Also ich bin jetzt 51 und ich habe mir einfach gesagt, du machst bis 65. Weißt du, das macht mich glücklich, dann habe ich nur noch 2 Jahre. Also ich habe mir wirklich, ich bin ein sehr systematischer Mensch, bin eben die Jungfrau von Sternzeichen und ich habe dann auch eigentlich mir gesagt, bis zum Doktorat sage ich nichts. Aber ich habe schon gemerkt, während dem Studium, gewisse Dinge werden hier nicht besprochen, das gefällt mir nicht. Dann bin ich in die USA geflogen, habe Pentagon angeschaut, habe Noam Chomsky getroffen, habe Bill Blum getroffen, habe mit Oppositionellen gesprochen, die den amerikanischen Imperialismus kritisieren. Und dann habe ich dann gedacht, ich werde mich im richtigen Moment dann irgendwann mal zu Wort melden. Und zwar dann wirklich mit 9/11 habe ich mich zu Wort gemeldet. War natürlich ein schwieriger Einstieg. Aber ich habe eigentlich mir dann gesagt, ich melde mich auch gerne zu Wort und ich verstehe auch, dass ich kritisiert werde. Also ich erwarte jetzt auch nicht mehr sozusagen, dass ich gute Presse habe. Das erwarte ich gar nicht mehr. Aber es ist so, dass ich mich dann immer frage, hier hast du genau recherchiert, haben die Amerikaner wirklich einen Putsch gemacht 2014 in der Ukraine? Und dann recherchiere ich nochmal und schaue nochmal. Aber mit diesem abgehörten Telefonat von Victoria Nuland und Jeffrey Hyatt und auch mit den Scharfschützen und mit den False Flag Operations. Ich kenne mich einfach da aus. Mhm. Und dann sage ich, ey, ich weiß, dass das nach meinem besten Wissen und Gewissen mein Forschungsresultat ist. Wie eigentlich das auf die Gesellschaft als Ganzes wirkt, ist nicht meine Verantwortung. Es ist nicht meine Verantwortung, sondern ich muss nur, sage ich auch immer meinen Kindern, sage immer, es ist nicht kompliziert, orientiere dich an Liebe, Mut und Wahrheit. Mehr musst du nicht tun. Und wenn es ist schwierig für den Menschen zu wissen, soll ich hier, soll ich dort. Aber ich frage mich dann immer,
Was würde die Liebe tun? Was würde der Mut tun? Was würde die Wahrheit tun? Ich stelle es mir dann so vor wie eine Person. Und die Wahrheit sagt natürlich immer, jetzt bei WTC 7, bei 9-11, dieser Forschung für mich in meiner Biografie halt so eine große Rolle spielte, ja, wenn du glaubst, es wurde gesprengt, dann musst du es sagen. Und dann kommen die nachgelagerten Prozesse, wie dann Diffamierung, und dann ist man schon traurig. Da geht man durch, da kann man nichts machen. Aber das ist eigentlich dann sozusagen erträglich, weil man weiß, man ist einfach diesem Wert gefolgt. Und das glaube ich, ist das Wichtigste. Früher habe ich versucht, die Werte, ich habe gedacht, alles, was eine ETH Zürich sagt, ist richtig. Ich habe gedacht, ja, das ist ein toller Wert. Oder was diese Partei sagt oder was diese Zeitung sagt. Ich habe auch irgendwie gesucht, wo kann ich sicher sein. Und jetzt bin ich völlig überzeugt, es gibt keine äußeren Autoritäten, denen ich blind vertraue, sondern ich vertraue nur diesen Werten. Und dann frage ich mich selber, wie nahe warst du beim Mut? Ja? Und manchmal taktiere ich auch. Dass ich dann viel mehr weiß und es nicht sage, weil ich denke, ja, es reicht schon mit dem Wind. Aber ich kann den Wind dann immer rauffahren, wenn ich denke, und jetzt sage ich noch ein bisschen was mehr, weil ich habe wirklich sehr viel zum Bereich verdeckte Kriegsführung geforscht und ich mache das bis 15. Ich habe jetzt 1000 Vorträge gehalten in 20 Jahren, immer 50 pro Jahr, die schreibe ich dann auch auf. Also ich bin so wie eine Lokomotive, ich mache einfach Wie wisst ihr das? Ich weiß ja aus der Geschichte, dass Imperien untergehen. Ja, immer. Und wie lange schätzt du, dass Amerikas Imperium noch existiert? Oder sehen wir bereits schon einen Niedergang? Also es sind sicher Zerfallserscheinungen jetzt, die da sind. Und es gibt jetzt wieder eine Gegengruppe, die sich bildet. Das sind die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese fünf bauen ein Gegengewicht auf. Und diejenigen, die sich für Geostrategie interessieren, erkennen natürlich, dass bei den großen Konflikten, wie jetzt Ukraine und Gaza, die NATO-Staaten eine Position einnehmen und die BRICS-Staaten nehmen die andere Position. Und es ist eigentlich wichtig für die Schweiz, auch immer wieder nachzudenken, was machen die BRICS-Staaten. Und da gibt es jetzt einen großen Game-Changer. Die NATO-Staaten wollen 300 Milliarden russisches Vermögen beschlagnahmen. Und das führt dann dazu, dass eigentlich die BRICS-Staaten untereinander viel mehr in lokalen Währungen handeln. Also die Chinesen in Yuan, die Russen in Rubel und so weiter. Und das bedeutet, dass das ganze Dollarsystem ins Wanken gerät. Das ist immer noch das dominante System. Aber wenn man über Imperien spricht, dann sagt man, im britischen Imperium war eben das Pfund die Weltreservewährung. Und wenn der Dollar ins Wanken kommt, dann entsteht ein ganz neues System, weil man kann grob sagen, ohne jetzt zu viel Finanzgeschichte zu machen, aber von Bretton Woods 1944 bis 1971 war der Dollar ans Gold gekoppelt. Dann war das eine fixe Sache, auch zum Schweizer Franken waren das fixe Wechselkurse. Und dann hat Nixon 1971 gesagt, ja gut, also amerikanischer Präsident Nixon hat 1971 gesagt, ja nein, also so viel Gold haben wir nicht, der Vietnamkrieg ist sehr teuer. Also drucken wir jetzt eigentlich sehr viele Dollars einfach so frei, aus der Luft heraus. Und dann wollten sie aber nicht, dass das Vertrauen in den Dollar schwindet. Und dann haben sie gesagt, eine Abmachung mit Saudi-Arabien, dass immer Erdöl in Dollar verkauft werden muss. Erdöl aus der Nordsee, Dollar. Und das war der sogenannte Petrodollar. Und der war von 1971 bis jetzt, bis 2022. Und jetzt kann man sagen, der Petrodollar löst sich zum Teil auf, weil die Chinesen und die Iraner sind beide BRICS, die Iraner sind jetzt auch zu BRICS dazugekommen, Saudi-Arabien ist auch BRICS, Ägypten ist BRICS, also das System ist sehr interessant. Und die BRICS-Staaten, wenn die untereinander das Volumen in Nicht-Dollar-Währungen rauffallen, dann können die Amerikaner ihre Schulden überhaupt nicht mehr bezahlen. Und das weiß ich nicht, wann das passiert, aber einfach die Achillesferse der USA ist der Dollar. Es ist nicht... eine Niederlage im Ukraine-Krieg, die sich eigentlich abzeichnet, das würde auch bedeuten, dass die NATO eigentlich dann in eine Reflexion hineinkommt, was können wir überhaupt erreichen und wo sind unsere Grenzen. Aber ja, amerikanischer Imperialismus wird mich sicher die nächsten 10 Jahre noch sehr beschäftigen. Der Helmut Schmidt sagt ja einmal... Marco, das wäre jetzt die letzte Frage. Ich weiß, ich habe es ja genau jetzt sagen. Ein bisschen lügen, wo wir können.
Nein, ich gebe auch kurze Antworten. Genau. Helmut Schmidt meinte ja einmal, es werden sich viele Dinge ereignen, also ich zitiere nicht, sondern die wir nicht mehr erleben, weil es braucht Generationen. Ist das gut oder macht das Angst? Also ich glaube einfach, dass der Mensch, wenn er in der Angst ist, ist er nicht in der Kraft. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen haben ja alle immer wieder Angst. Das ist ganz normal. Aber wenn jetzt eine Gruppe Jungs mit dem Snowboard oben auf dem Berg steht und der eine sagt, hey, ich habe noch einen Film über Schädelfrakturen. Man fährt dann nicht besser. Ja. Es ist natürlich so, dass man stürzen kann beim Skifahren, beim Snowboard. Es ist immer... Es ist tatsächlich endlich das Leben, wir wissen das, und das macht uns ein bisschen Angst, weil wir auch gerne hier sind. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dann nicht im Zustand der Angst verharrt, sondern dass man wieder den Zustand der Freude findet. Also ich glaube, ja. Also, nein, das mit der Freude ist einfach, die Freude ist wirklich eigentlich die Quelle, wo der Mensch in die Kraft kommt. Und dann sage ich mir, die einen haben zum Beispiel Freude am Kochen, und die kochen dann sehr gut. Ja? Das ist einfach so. Die anderen haben Freude am Radfahren, dann fahren die halt 200 Kilometer am Stück, weil sie Freude haben. Die anderen haben Freude am Tanzen und dann lernen sie Salsa tanzen. Also, das sieht man ja eigentlich immer, wenn der Mensch an etwas Freude hat, dann macht er es mehrmals, und wenn er es mehrmals macht, kann er es besser. Das ist ja klar. Und da glaube ich, eigentlich müssen wir nur herausfinden, an was haben wir Freude. Und ich habe tatsächlich sehr viel Freude an internationaler Politik. Viele denken, die kann man nur. Aber für mich ist es so. Ich mache das ganz, wenn ich nichts zu tun habe, mich ein bisschen langweile, greife ich nach einem Buch und lese noch mal etwas über, ich weiß noch, die Kuba-Krise. Und da habe ich aber schon 5 Bücher dazu gelesen. Soll ich dir was sagen? Du hast vielen Menschen heute richtig viel Freude gemacht. Ich habe jetzt klassisch abmoderiert. Ja. Meichberger würde sagen, Herr Ganser, wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns sind. Herr Meichberger. Genau. Ja, man darf auch träumen. Nein, vielen Dank, Daniele Ganser. Es ist ein ganz toller Nachmittag. Ich habe es sehr gern zugelassen. Und wir sind das fantastisch. Ja, danke.